Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Barbenmo-Video, Freunde. Schön, dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt. Ja, wie ihr seht, sind wir hier gerade zu dritt und ihr fragt euch bestimmt, was das hier sein soll. Erklären wir euch gleich, ja. Denn zuerst möchte ich sagen, dass wir uns jetzt hier zusammengefunden haben, um einmal ein neues Format für euch vorzustellen oder beziehungsweise um euch ein Format vorzustellen. Und ja, das Ganze wird dann halt immer mit uns dreien sein. Vielleicht auch mal mit einem weiteren Gast, aber an sich seht ihr es schon, das wird hier eine Art Podcast, die auf verschiedenen Streaming-Anbieterseiten noch verfügbar sein wird. Ne? Aber ich sag mal so, kommen wir jetzt erstmal zu den zwei Kandidaten hier, die wir hier haben. Denn die sind tatsächlich schon länger bei Barbenmo dabei. Nur habt ihr sie nicht so oft sehen können. Also Lars dich, glaube ich, gar nicht, ne? Bisher? Nee, noch nie. Ne? Noch nie, genau. Aber Hardy, dich konnte man schon sehen, ja. Aber das ein oder andere Mal, ja. Genau, ich nehme schon einige Sachen vorweg, deswegen will ich jetzt einmal sagen, wir fackeln nicht lange und beginnen direkt mal mit der Vorstellungsrunde, damit die Leute auch wissen, wer ihr seid und was ihr bisher gemacht habt und was wir hier mit dem Podcast vorhaben. Also, ich übergebe das Wort an Hardy. Jo, also wie ihr gerade rausgehört habt, ich bin Hardy. Yes. Ihr habt mich vielleicht das eine oder andere Mal auch gesehen, wie wir eben gesagt haben. Ich habe Social Media Moderator gemacht. Jetzt die, ich glaube, es sind jetzt auch 2 Jahre gewesen. Mehr sogar, glaube ich, jetzt mittlerweile. Ja. Mehr könntest sogar mehr, ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Ist mehr, definitiv. Vielleicht die OGs, die kennen vielleicht noch diesen Aufruf für die Moderatoren. Das war 2019 schon übrigens, irgendwann so. Ja. Weiß nicht, Spätsommer. Vielleicht, wirklich, der ein oder andere weiß es vielleicht noch. Ne? Ja, also. Ja. Ich bin auch der einzige Moderator, der dann geblieben ist. Nach in sehr kurzer Zeit, muss ich dann doch sagen. Ja. Und ja, irgendwie habe ich jetzt auch schon in dem ein oder anderen Video mitgewirkt. Auch nicht unbedingt vor der Kamera, sondern meistens neben der Kamera. Und habe da auch Tätigkeiten übernommen. Ihr habt vielleicht mit mir schon auf Instagram geschrieben, weil ich habe auch Instagram-Nachrichten geschrieben. Ich habe damals so Facebook noch so ein bisschen mehr das Thema war, hab ich auch Facebook-Posts gemacht. Vielleicht auch mal in die eine oder andere Gruppe habt ihr mich da mal einen Beitrag gesehen. Auch Stichwort Poster, wenn das dem einen oder anderen noch jemand sagt. Ja. Yeah. Bestimmt, apropos, bestimmt. Geiles Thema. Da würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen drauf. Mhm. Aber später, alles gut. Ja, und jetzt halt seit neuestem wird sich meine Rolle bei Barbenmo ein bisschen ändern. Ja. Mhm. Aber ich greife zu viel weg. Ne? Ich würde jetzt mal erstmal weitergeben an Lars. Genau. Alles klar. Okay, ich bin der Lars. Ich bin jetzt auch schon, wie ihr mitbekommen habt, länger dabei. Tatsächlich jetzt seit 2020 war das, glaube ich. Ja. Und habe bis auf die ersten 2, 3 Videos alle anderen Livestream-Highlight-Videos auf Boxengasse geschnitten. Ja. Ja, ganz genau. Also, das heißt. Viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht. Genau. Also, die Videos, die ihr bei Boxengasse gesehen habt, also jetzt außer die ersten 1, 2 oder sowas, ne? Also, das hat alles hier unser Lars gemacht, ne? Das heißt, den Schnittstil, den werdet ihr dann auch in den kommenden Projekten dann auch wahrscheinlich wiedererkennen. Das wird schon richtig lustig. Jetzt wird sich der eine oder andere aber natürlich fragen: Ey, hier fehlt doch noch einer, oder? Ja. Naja. Hier fehlt einer, ja, tatsächlich. Und zwar Migo, ja. Und da wollte ich jetzt schon mal vorweg sagen, Migo ist leider aus Barbenmo ausgeschieden. Er hat sich dazu entschlossen, sich erstmal um sich zu kümmern, ja, einen neuen Lebensabschnitt für sich zu beginnen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, ja. Und wir haben gesagt, alles klar, kein Thema, ey. Wenn du sagst, okay, ich muss was Neues machen, ich habe da eigene Ziele, alles gut, ne, dann mach das. Und dementsprechend haben wir uns jetzt hier gedacht, okay, wir werden hier einmal eine Umstrukturierung vornehmen bei Barbenmo und werden ja auch mal schauen, dass Lars und auch Hardy hier gemeinsam auch ein bisschen mehr in den Vordergrund treten, weil ich muss halt sagen,
ich bin auch berufstätig, ne? Ich kann das hier alles auch nicht mehr alleine machen. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, ich habe hier zwei Jungs, die absolut zuverlässig sind und von denen ich sehr, sehr viel halte. Es ist wirklich so. Ich halte sehr, sehr viel von euch und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay. Ja, genau. hört sich immer ein bisschen anders an, ne, in den Sprachnachrichten. Nein, Spaß. Nee, aber wirklich, ich dachte mir dann einfach, ey, um ein bisschen frischen Wind hier reinzubringen und auch mehr Content zu liefern, habe ich mir gedacht, okay, wir machen das jetzt so. Ja, ihr macht euer eigenes Ding hier auch auf Bavmo. Und dazu kommen wir jetzt auch direkt. Ich würde sagen, wir kommen ohne große Abschweife direkt zum Thema. Hardy, vielleicht willst du dazu was sagen oder Lars. Was habt ihr so geplant hier auf Bavmo? Was wird sich ändern? Erstmal wird sich halt, was jetzt halt auch wahrscheinlich dann, also was heißt wahrscheinlich, dieser Podcast wird regelmäßig erscheinen oder wir haben vor, diesen Podcast zum Beispiel regelmäßig zu drehen. Das ist so auf jeden Fall mal eine gemeinschaftliche Sache, die wir so auf jeden Fall umsetzen wollen. Jetzt haben wir den Namen schon wieder vergessen zu sagen. Ja, genau. Leute, wir nehmen das Ding jetzt schon zum vierten Mal oder so auf, ja. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine Katastrophe. So einen Podcast zu planen, wirklich unglaublich. Der Name des Podcasts ist übrigens Ölverlust, ne? Ja. Und ich glaube, wir müssen eigentlich gar nicht großartig drüber reden, wie dieser Name zustande kommt. Ich meine, ist im Endeffekt mal der größte deutsche BMW-Fan-Kanal gewesen. Ne? Da müssen wir euch über Ölverlust eigentlich nichts erklären, oder? Ja, ich glaube, da stimmt uns jeder zu, oder? Ja, absolut. Ja, ich denke auch, ja. Also das ist auf jeden Fall so ein gemeinschaftliches Projekt, das wir jetzt auf jeden Fall zu dritt durchziehen. Genau. Und da kann man, also ich denke, das wird auch mehr oder weniger immer so ein themenbasiertes Sachen werden da drin vorkommen. Wir werden uns Themen raussuchen, wir wollen aber auch Sachen mit euch besprechen in Form von Kommentare lesen, auf Kommentare antworten natürlich, ne? Und ich denke, damit kann man viel Spaß haben. Ich denke, es ist halt ähnlich wie so ein Livestream-Konzept im Endeffekt, weil wir antworten halt bloß eine Woche später. Ihr müsst halt ein bisschen länger auf eure Antworten warten, aber im Endeffekt, ne, ist es so oder mehr oder weniger so geplant. Und zum anderen gibt es noch ein anderes Format, was Lars und ich vorhaben abzudrehen. Das Ganze nennt sich halt Drive and Talk. Es gab mal so Anfänge von Inomigo zu so einem Format, was aber dann nicht zu Ende oder nicht regelmäßig kam. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau, ne? Ja, ich versuch's mal. Ihr hattet eine Folge oder so, hattet ihr, glaube ich, ne? Ja, wir hatten zwei Folgen. Also wir haben ja mit dem zwei Fiat, Folgen, okay. Ja, eigentlich auch drei. Also wir haben ja angefangen, das so ein bisschen einzubringen mit dem Fiat Tipo. Da haben wir die Reviews in Super Turismo umbenannt und Super Turismo deswegen, weil wir einfach gesagt haben, okay, jetzt nicht nur BMWs, sondern halt auch mal ein bisschen andere Autos und einfach mal zu gucken, was haben andere Autohersteller, was geht da, ne? Und da haben wir es schon ein bisschen reingebracht so und dann war es beim Z4 M40i so ein bisschen noch der Fall. Da waren so ein paar Ausschnitte drin, das war jetzt nicht so wirklich Drive and Talk, war aber trotzdem eine super Tourismo-Folge. Und wo es halt auch so war, war tatsächlich bei dem M3-Video. Ja. Na, und das war sozusagen, das waren halt so die drei Videos. Problem war halt aber, dass wir, also Migo und ich, wir haben uns halt beruflich umstrukturiert, auch genau zu dieser Zeit. Was heißt, Migo eher ein Jahr eher als ich, sozusagen. Mhm. Und dementsprechend hatten wir halt nicht so viel Zeit, ne? Und man muss sich das jetzt so vorstellen, ich war jetzt, bevor ich auch sozusagen diese Umstrukturierung gemacht habe, habe ich ja sozusagen ja eigentlich alles so gut wie alleine gemacht, so vom organisatorischen her, das heißt Online-Shop und, ne, und die ganzen
Geschichten im Hintergrund, ne? Das heißt, Kooperationsverträge und Videos. Ich meine, Migo hat auch Videos gemacht, alles schön, alles gut, ne? Gar keine Frage. Der hat auch sehr, sehr viel gemacht, so. Aber ich war halt Vollzeit hiermit beschäftigt, so mit Bavmo. Ja, krass. Und ja, ja. Und das hat halt einfach nicht hingehauen, so von der Zeit her. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, ja komm, dann machen wir Supertourism halt so, wie es kommt. Und gut ist so. Ne? Ja, ja, und ja, jetzt könnt ihr sozusagen dieses Drive and Talk nehmen und da was Eigenes draus machen. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, wie ihr das vorhabt und was genau da so passieren wird. Ja, also ich kann mal auf jeden Fall zum Thema sagen, das wird ein Format sein, wo wir mit Autos fahren, ne? Oder ich kann ja auch schon mal dazu sagen, die erste Folge wird in meinem BMW stattfinden. Mhm. Und ich glaube, die zweite Folge vielleicht in meinem. Ja, ja, warum? Ja, da gucken wir mal, ne, zum Thema Autos. Fakt ist auf jeden Fall, oder so wie es bis jetzt geplant ist, auf jeden Fall, fahren wir auf jeden Fall dann quasi durch die Gegend, unterhalten uns halt über das Auto, um das Auto drumher. Und aber halt, es muss sich jetzt auch nicht komplett darauf beschränken. Ne? Wir lassen uns das ja auch so ein bisschen fließen. Ne? Wir fahren ja auch Auto, ne? Und so eine Situation, was da alles passieren kann. Ne? Man kann natürlich auch nicht mal alles mal vorhersehen. Aber auf jeden Fall, Fokus auf jeden Fall erstmal das Auto. Und wir können dann auch über das Auto reden. Ja, geplant ist, wie gesagt, nicht nur mein BMW, sondern zum Beispiel jetzt auch bei Lars das Auto, ne? Und hoffentlich viele verschiedene andere auch noch. Ja, genau. So, dazu, der Plan. Dazu wollte ich auch noch kommen. Wir haben ja ein großes Portfolio mittlerweile, woraus ihr auch Sachen schöpfen könnt. Das heißt, ihr könnt auch rein theoretisch hingehen und dann Stellantis anschreiben, beispielsweise, und vielleicht einfach nach einem Dodge Ram anfragen oder, keine Ahnung, cool. Giulia, hey, ne, Giulia Quadrifoglio oder sowas, ne? Also Giulia ist, also ich... Das wäre mal wieder geil. Da geht Hardy richtig an. Also ich würde, also, ne, ich würde viel für dieses Auto geben. Also ich liebe Alfa ja auch sehr, ne, muss ich sagen. Und, ja, also... Aber ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, was man jetzt auch auf jeden Fall so klar jetzt mal, glaube ich, so offen kommunizieren muss. Wir werden auf jeden Fall markenoffen. Ne? Also ja. BMW wird auf jeden Fall, ja, also ein Thema bleiben, ja, auf jeden Fall. Ja. Denke ich, Ino, es ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt. Ich meine, ist auf jeden damit Fall ist man ja. Auf jeden Fall. Also, sind wir ja. Groß geworden, ne? Ja, ja. Muss man so sagen. Ne? Und das Thema BMW wird auch nicht wegzudenken zu sein. Ne? Nein, das muss man so sagen. Aber das heißt halt nicht, dass wir nur BMW-Content machen müssen. Ne? Genau. Und also, ja, so ist das ganz halt kurz auch geplant. Was sagen. Also, ihr habt ja vor, sozusagen rumzufahren, Drive and Talk zu machen. Ne? Und im Endeffekt habt ihr ja die Möglichkeit, dann auch Fahrzeuge von anderen Leuten dann sozusagen zu fahren. Und das ist vielleicht auch mal so eine Sache, vielleicht auch für den einen oder anderen da draußen, uns vielleicht mal zu kontaktieren. Ne? Wenn ihr dann vielleicht einmal irgendwie Zeit habt oder Bock habt oder so, und ich meine, Lars und Hardy können dann kann man sich vielleicht auch mal zusammensetzen, ne? Und kann man da schauen, ob man da gemeinsam ein Video macht. Das ist definitiv eine coole Idee. Ja. Eine Sache, die auf jeden Fall so uns ja auch schon im Kopf hängen geblieben ist. Richtig. Aber ich sage dazu auch noch, das werden wir auf jeden Fall dann in diesem neuen Videoformat kommunizieren, ja. wann wir das so anstreben, ne? und wann wir dann das auch so machen. Ne? Genau. Also nicht überhastig hier jetzt fünf Bewerbungen jetzt hier, das ganze Info voll. Bitte nicht, ja. Nicht jetzt. Die Zeit wird kommen, wo wir uns an euch wenden, ja, definitiv. Ne? Genau. Ja. Ja, und ich denke, ja, dieses Drive and Talk wird auch so ein bisschen, das Ganze hier ein bisschen ergänzen, denke ich mal. Ich meine, viele, viele Videos, die ja auf dem Kanal sind sehr, sehr informative Videos, ne? Mhm. Und das ist jetzt wirklich so ein bisschen, ich denke, auch wie der Podcast auch so ein bisschen, was so ein bisschen frischen Wind hier mal so ein bisschen reinbringt. Ja, ne? Ein bisschen Lifestyle, ein bisschen hinter den Kulissen. Vielleicht auch mal, dass man
uns alle auch immer ein bisschen kennenlernt, ne? Ich meine, ja, man rückt auf jeden Fall auch als Person so ein bisschen weiter vor, ja, zu den Zuschauern. Ja. Am Ende, ich meine, ganz viele Videos waren Overvoice-Videos, ne? Ja. Und unzählige Videos, ne? Und alles super Videos, also wirklich gerade die gebraucht, also GWTs, Gebrauchtwagen-Tipps-Videos, ja, ne? Sind ja auf jeden Fall etwas, was auch ein bisschen den Kanal jetzt ausgezeichnet hat, würde ich sagen. Auch, dass viele Leute wahrscheinlich auch sehr, sehr interessiert hat, dieses ganze Gebrauchtwagen-Video. Ich meine, ist halt einfach ein interessantes Thema, ne? Gerade wenn man sich halt überlegt, ne? Was kann man sich da kaufen, ne? Und so. Ja. Und ja, deswegen, also. Aber das bringt jetzt hier alles so ein bisschen, ich glaube, wir als Person werden auch ein bisschen mehr ins Licht rücken, ne? Ja. Geplant außerdem sind auch noch Vlogs, sag ich jetzt mal, ne? Auch wenn ich mal irgendwie auf einer Messe bin oder so, keine Ahnung, Essen-Motorshow, Tuning-Treffen oder sowas, ne? Ich denke, Tuning-Treffen ist sowieso etwas, was auch viele interessiert, ne? Mit Sicherheit. Und ja, also ich sag mal, wenn man irgendwie zu einem Treffen fährt oder sowas und ich fahre zu dem einen oder anderen Treffen tatsächlich mal, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ständig unterwegs bin, ja, aber zu dem einen oder anderen fahre ich auf jeden Fall und dann werde ich vielleicht mal so einen Vlog abdrehen, ja, wie war es denn auf der Messe? Vielleicht auch nur ein kurzes Video mal, um zu sehen, wie die Messe überhaupt so ist, ne? Ob das was für einen ist, so sage ich mal, so eine Messe oder so, oder wie die Messe halt war oder so. Aber das wird sich recht spontan halten mit diesen Messevideos, sage ich jetzt mal, ne? Mit den Vlogs auf jeden Fall. Mhm. Ja? Okay, also halten wir jetzt fest, wir haben jetzt einmal die ganz normalen Gebrauchtwagen-Tipp-Formate, die Spezialvideos, die ich ja teilweise bringe, dann Drive and Talk, Podcast und ja, Lifestyle-Video-Vlog-Formate. Lifestyle-Video-Vlog, so würde ich das, glaube ich, auch bezeichnen. Ja, ne? Genau. Ne? Das ist definitiv. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil, weil so kommt halt mehr Content hier auf den Kanal und die Leute haben halt mehr Input, ne? Ja. Genau. Ja. Und es sind jetzt zwar drei neue Formate, aber wir werden euch jetzt nicht überfluten mit Videos und neuen Content und wir wollen hier jetzt auch nicht komplett alles auf dem, es wird ja trotzdem so einen Leitfaden trotzdem noch von früher geben, zum Beispiel GWTs oder so. Overvoice-Videos wird es mit Sicherheit weiterhin geben. Ja. Und es wird jetzt hier nicht komplettes Neuland betreten, sondern es wird einfach die Palette erweitert. Genau, kommt zusätzlicher Content, sagen wir mal. Es kommt zusätzlicher Content. Ich würde nicht sagen, dass zusätzlicher Content schlecht ist. Ich glaube, das bereichert auch nur den Zuschauer. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht für den einen oder anderen nichts ist, aber ich denke trotzdem, die meisten Leute werden sich dafür bestimmt interessieren. Ne? Ja, vor allem, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, du kannst ja auch die Leute auch mitnehmen beispielsweise oder beziehungsweise ihr beide. Ihr seid ja ständig unterwegs, kann man so sagen, ne, zu zweit oder beziehungsweise verbringt sehr, sehr viel Zeit miteinander und so. Und dementsprechend kannst du ja auch die Leute vielleicht mitnehmen, jetzt was jetzt beispielsweise dein BMW angeht, dass die Leute mal dein Fahrzeug kennenlernen, ne, oder auch Lars Deins, ne, mit dem Drive and Talk. Das war da sozusagen auch schon mal vielleicht nochmal eine Erweiterung auch bei den Vlogs haben, dass man immer mal wieder sagt, jo, das ist der Zwischenstand, ne, oder ich habe das und das eingebaut. Weil ich glaube, viele werden sich dafür interessieren. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Mit Sicherheit. Denke ich auch, auf jeden Fall. Ja, gerade, auch wenn ich das Thema Tuning mal jetzt gerade angeschnitten habe, ich denke schon, dass sich der ein oder andere für Umbauten am Fahrzeug interessiert, ne? Und auch, würde mich jetzt persönlich auch nicht als Tuner bezeichnen oder Lars auch nicht als Tuner bezeichnen. Nein. Oder so. Da sind wir noch ganz weit von entfernt, ne? Aber wir machen natürlich trotzdem was an unseren Fahrzeugen, ne, sage ich jetzt mal. Ich habe zum Beispiel, jetzt habe ich jetzt zum Beispiel im Herbst KW3 bei mir im Fahrzeug, also im BMW, eingebaut. Also ich jetzt nicht selber, ne? Das, ich muss halt sagen, ich bin kein Schrauber, ja. Ist ja auch kein Schrauberkanal, ne? Definitiv kein Schrauber und es werden auch wahrscheinlich auch keine
also ne, definitiv keine krassen Schrauber-Videos, Tipps, Tricks, um Gottes Willen. Also wenn ihr was seht, wo ich mal was schrauben, dann denkt dran, ich bin ganz, ganz großer Amateur da drin. Ja, ich meine, wir sind ja auch kein Schrauberkanal, ne? Das waren wir ja nie. Es geht ja hier um Info, um Autos und jetzt kommt ja auch noch der Lifestyle-Aspekt hinzu und ja, definitiv. Also auch themenweltmäßig so, ne, dass wir da auch Themen behandeln aus der Autowelt und aus der Tuning-Szene. Auch ganz wichtig. Ja. Ich denke, das ist sehr, sehr cool. Ich denke, wir greifen auf jeden Fall alles, was zum Thema Auto so kommt, wird auf jeden Fall so mal aufgegriffen. Ne? Und ich denke, damit kann man jetzt auf jeden Fall, haben wir jetzt eine große Palette zu bieten und das Thema. Man muss halt auch sagen, also Autos sind halt nicht nur Gebrauchsgegenstand, sondern sind halt auch Lifestyle, ne? Und deswegen, ja, ich denke mal, jetzt tun wir dieses Thema wirklich komplett aufgreifen, von vorne bis hinten, ne? Ja. Also, ich wüsste jetzt nicht mehr, welchen Gesichtspunkt wir das nicht mehr machen würden, ne? Ja. Ja. Also, ich muss auch eines sagen, also gerade für diese Technikbegeisterten, da hat sich jetzt gerade auch vorgestern etwas ergeben. Und zwar hatte so eine YouTube-Seite von, sagen wir mal, einem Fahrzeugveredler irgendwie bei uns drunter kommentiert, bei den E46-Videos, von wegen, ja, hier 5 Gründe für einen E46, ne, dann hat er einen 6. Grund genannt, und zwar, weil sie halt Kompressoren einbauen können für diese Karren. Und da habe ich gesagt, ey, yo, Jungs, meldet euch mal bitte. Lass uns da mal vielleicht auch was gemeinsam mal dazu machen, weil es finde ich auch sehr, sehr interessant. Vielleicht schicken die uns Content rüber, mit dem wir dann vielleicht mal ein bisschen was machen können. Das ist auch ganz cool. Ja, klar. Das heißt also. Also zu E46-Content interessiere ich mich persönlich sowieso immer. Das sauge ich sowieso persönlich so ein bisschen auf, genau, ja. Also jetzt habe ich auch schon vorweggenommen, was für ein BMW es sich überhaupt handelt. Ja, in der richtig. Ersten Folge Drive Talk, da habe ich auch, glaube ich, gar nicht gesagt. Ja, richtig. Ja, also das, ich denke, E46 ist immer gut. Absolut. Ne? Und ich glaube, das ist halt sehr, sehr cool, wenn man da auch nochmal so ein paar etwas technischere Videos mit drin hat. Jetzt, wo der Migo weg ist und diese Technik-Videos jetzt nicht mehr so wirklich kommen werden, wie was ist eigentlich dies, was ist eigentlich das, also diese ganzen Tech-Type-Videos, die wir ja gemacht haben, das wird ja so nicht mehr kommen. SMG und solche Geschichten, genau. Ich denke, ja, es waren auf jeden Fall extrem gute Videos, sehr informative Videos, ne? Richtig, beispielsweise bei dem SMG-Video haben wir auch mit den Jungs von Burkhardt Engineering was gemacht und so ähnlich würden wir das dann halt mit den Jungs von T21 Industries machen, so heißen die. Ja, ich habe den gestern geantwortet, ne, dass es wahrscheinlich dann eher so Saisonbeginn dann sein wird, weil ich meine, jetzt sind wir gerade noch in der Phase, da ist alles ein bisschen einzuleiten. Das können wir jetzt so ad hoc natürlich nicht machen. Mhm. Aber wäre cool, da vielleicht mal mit den Jungs ein bisschen zusammenzukommen, da ein Tech-Time-Video dann zu ballern. Wäre, glaube ich, schon ganz cool, ne, für den einen oder anderen zu wissen, dass die ja mit 400 PS durch die Gegend fahren können, theoretisch, ne, mit einem M54. Cool. So wie die das beschrieben haben, ist schon cool. Muss man sagen. Wäre auf jeden Fall mega, ne? Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, ne? Absolut. Klar. Ja. In so einem alten Auto noch so viel Tuning-Potenzial zu haben, ist schon krass, ne? Ja. Definitiv, ne? Also, wenn ich an krasses Tuning-Potenzial denke, dann gehe ich, wenn ich bei BMW bin, mindestens E91 oder so, ne? Dann beziehungsweise E90. Mhm. Da fängt für mich eigentlich erst Tuning-Potenzial an, ne? Beim E46. Ja. Da war immer schwierig. Mit Leistungssteigerung vor allem wird immer schwierig beim E46, ne? Das ist immer so ein schwieriges Thema, ne? Ich habe auch lange Zeit überlegt, ne? Zu dem Thema. Kompressor, ja. Ja. vielleicht, ne? Wer weiß. Ja. Wer weiß, vielleicht landest du dann ja bei T21. Und dann muss man mal gucken. Ne? Das ist nämlich gar kein so einfaches Thema, mal gucken. Lars, wie siehst du das eigentlich jetzt so als JDM
Weil ich Mazda fahre, ja, okay. Ja, JDM. Einen ungetunten Mazda. Genau. Mit einem Subwoofer. Ist ja egal. That's it. Ja, genau, Subwoofer cool. Ist auch schon mal was. Also, ne, ich könnte bestimmt diesen JDM-Sticker noch dran machen. Dann könnte ich machen. Ja. Dann noch eine Schlaufe hier zum Abschleppen, da bist du voll drin. Genau, dann bin ich voll drin mit meinen knapp 90 PS. Wow, krass. Ja, krass. Ey, aber mal ganz im Ernst, ne? Ich muss sagen, egal ob 90 PS, 40 PS, 50 PS, ist eigentlich vollkommen egal. Es gibt ja auch beispielsweise Leute, die einfach vielleicht auch ein Alltagsauto haben möchten. Ich meine, Hardy, du bist ja einen Benz gefahren am Alltag. Ich fahre auch immer noch Benz. Oder beziehungsweise Alltag, immer noch, ja. Und ich persönlich würde mir wahrscheinlich, wenn es geht, auch immer einen Benz kaufen für den Alltag. Ja, siehst du. Also, es ist einfach zuverlässig, muss man einfach so sagen. Ja. Es ist halt, ich meine, es sind auch keine neuen Benz gewesen. Mhm. Ne? Das war jetzt ein W202 und ein W203, den ich jetzt aktuell habe. Mhm. Aber die Autos, die laufen, ne? Also weniger Ölverlust, oder? Wie? Kein Ölverlust. Okay. Ne? Das die laufen halt einfach, ne? Und ich sind halt auch wirklich vom Komfortumfang doch deutlich na gut, das ist jetzt halt schlecht, ne? Also in Coupé sage ich jetzt mal mit M Sportfahrwerk, was vorher schon drinne war, zu vergleichen mit einem Komfortfahrwerk vom Mercedes, ja, gut, ist dann gut. Kannst du nicht vergleichen. Ja, ne? Hat er nicht sogar Elegance Ausstattung? Nee, der hat Avantgarde, glaube ich. Avantgarde, ne? Avantgarde ist schon sportlicher. Boah, krass. Avantgarde ist sportlicher. Der hatte doch die Avantgarde-Ausstattung. Ich muss mal gucken. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja mal vielleicht was einwerfen. Mein bester Kumpel, der Steffen, der hat auch eine C-Klasse. W202 hast du gesagt, ne? C-Klasse. Ich hatte W202, war der schwarze, ne? Und jetzt der silberne ist ein W203. Ach so, ja, okay, dann 202er hatte der. Mit einer ATP-Ausstattung. Also ATP kennt ihr wahrscheinlich, Tennis, ne? Cup, dies, das, ich sag mir jetzt so spontan tatsächlich gar nichts. So, ja, ist aber bekannt, in der Szene ist das wirklich bekannt. Müsste ich googeln, ich bin jetzt auch gar nicht so tief im Mercedes drin. Ja, ich sag nur, dass klasse Autos sind. Musst du mal echt gucken, also da gab es immer so eine spezielle Lackierung und dann so Carbon-Einfassungen oder sowas Carbon-ähnliches auf jeden Fall. Wesentlich sportlicher aufgestellt und der hatte... als er seinen ersten BMW sag ich schon, Mercedes hatte, hatte den als C180 und dann als zweites als C280. So, und das ist schon echt lustig. Und ich muss sagen, das war auch eines seiner Lieblingsautos, die er so hatte. Also, der hat auch gesagt, das ist mega, also allein die Lenkung und so, wie geil das ist, so, ne, wenn du da fährst. Ist schon, ja, Lars, du bist ja so ein bisschen Mercedes-Head. Ja, ich war mal. Oh. Ist schon, also ja. Ja, ja. Ich war mal im Mercedes-Thema drin, wie heutzutage, ja. Wenn du dir ein Auto aussuchen würdest, was du gerne fahren würdest. Ich würde Mercedes kaufen. Dann, genau. Und deswegen, also ich denke, Thema Mercedes ist sowieso immer ein interessantes Thema, ja. Und ich hoffe, dass wir den ein oder anderen Mercedes vielleicht auch noch fahren können in Drive and Talk. Ich gehe davon aus. Ja, wäre natürlich mega, ne? Ich gehe auch davon aus, dass der ein oder andere Mercedes sich da auf jeden Fall finden lässt. Ne? Und ja, also zum Thema Drive and Talk, wir fahren auch einfach komplett alltagstaugliche Fahrzeuge. Ne? Das ist, glaube ich, ein Format auch wirklich, wo es um jedes Auto einfach geht. Ne? Hm. Weil wir brauchen nicht immer krasse Sportwagen zeigen, die sich das vielleicht war ja die Prämisse. 5% der Zuschauer leisten könnten. Ja. Es sind natürlich geil, keine Frage. Und ich glaube, wir wollen alle solche Autos mal fahren, ja. Aber wenn es dann wirklich um den Alltag geht, ja, dann sieht es halt anders aus, ne? Also, klar. Ich würde mir für den Alltag auch kein M3 kaufen.
In würde M4 ich nicht machen. Ja. Ja, genau, in M4, genau. Genau das, ja. Also ich muss sagen, der M3 war schon sehr alltagstauglich, der G80. Ja, will man ich auch sagen, gar nicht bestreiten. Ich will es überhaupt nicht bestreiten. Du hast es ja echt gut rübergebracht in dem Review-Video, wie gut der alltagstauglich war. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Aber Wahnsinn. Ich würde es mir persönlich trotzdem nicht für den Alltag kaufen. Ja. Also, da muss ich wirklich Geld scheißen, sorry. Also da muss ich wirklich Geld scheißen, damit ich mir ein M3 als Alltagsauto kaufe. Ne? Ja. Oder, andere Möglichkeit wäre, es wäre ein Firmenwagen. Firmenwagen. Ja, danke. Wieso konnte ich das gar nicht aussprechen? Alles gut. Alles ja. gut. Aber was ich da sagen muss zu, ist tatsächlich, ja, also gerade, also guck mal, das Ding ist, man kauft sich so ein Auto und denkt sich so, jawohl, geil, boah, Alltagsauto, daily. Das ist aber nicht geil, weil du fährst dein Konto kaputt. Das ist einfach so, ne? Also, gerade hier im Ruhrgebiet, ich meine, Hardy, du hast es ja schon mehrmals mitbekommen, als du hier warst, die Straßen sind unfassbar schlecht. Furchtbar. Es ist immer Stau, es ist eng, ne? Ich meine, der Migo hat ja sogar noch eine Bordsteinkante mitgenommen im Kreisverkehr, ne? Bei einer Magnesiumfelge, ne? Oh ja, kannst du dich auch erinnern. Die tat richtig weh. Das hat richtig weh, genau. Ne? Also, das ist hier, das kann passieren, ne? Da kannst du der beste Fahrer sein, ne? Du kannst trotzdem, aber ich bin mal durch Krefeld gefahren, ich meine, gehört nicht zum Ruhrgebiet, Gott sei Dank. Ich bin mal durch Krefeld gefahren, weil ich da mal gearbeitet habe. Und dann bin ich da mal nachts gefahren auf der Straße und die Beleuchtung war so ekelhaft. Aber die ganze Stadt ist ja Katastrophe. Ne? Also da gehen einige Laternen gar nicht so. Du kriegst gar nichts mit. Und dann bin ich da mit meinem E39, ne, bin ich da in so ein Schlagloch reingefahren, ne, dass ich dachte, ey, mein Rad ist ab. Ich dachte, mein Rad Jesus. Ist ab. Es ist weg. Ja, ernsthaft. Ich habe gedacht, das ist weg. Das ist weg vom Fenster. Ne? Und wenn dir das mit so einer Magnesiumfelge passiert, Alter, ja, dann kannst du erstmal ein paar Tausend auf die Dings legen. Mach's gut, ne? Ja. Dann wirklich mach's gut. Oder das ist nicht ohne. Weißt du, mit meinen Felgen wär ich in tiefer Trauer, ja. Anderes Thema vielleicht? Vielleicht anderes Thema einfach. Erzähl. Ach, nee. Jetzt hast du damit angefangen, jetzt musst du es okay, dann auch jetzt, sagen. Okay, jetzt will ich es aber hören, wirklich. Du hattest dein Auto wie lange? Aber ich glaube, es waren nur wenige Wochen, ne? Und ich wollte auch mal damit fahren. Und es war wirklich nicht lang, vielleicht ein Kilometer nach Hauseweg. Ja, und ich habe zwei Felgen schön an der Bordsteinkante rangeschliffen. Ah. Und das sind die M3-Felgen? Ja? M3-Schmiedefelgen. Genau die, ja. Ja, schön. Die kriegst du nicht mal mehr neu. Ja. Die gibt's nicht mehr neu. Und wenn du welche findest, dann sind die extrem abgefuckt. Ja, so mit deinen. Nein, okay. Wir reden von den 18-Zöllern, ne? Richtig, genau. Ja, Mann. Und die kriegst du halt einfach nicht mehr so einfach. Ne? Und ich hab die Macken immer noch in der Felge. Ja, was für ein dezenter Hinweis. Cool, danke. Ach ja, geil. Ja, mal gucken. Aber um da auf das Thema zurückzukommen mit Alltag, ne, ich muss auch sagen, ne, unser Publikum ist ja auch mit uns auch ein bisschen erwachsener geworden. Ne? Wir haben angefangen 2014 mit Bavmo. So, und jetzt kann man sich das ja mal durchrechnen, wie lange das jetzt schon ist. Ne? Also... Ja, krass. Wir sind jetzt im achten Jahr im Endeffekt, ja. Und ich habe auch schon bei der Demografie, bei den Videoanalysen gesehen, dass die 18-Jährigen, die jetzt so 18 geworden sind, bis 24, die sind jetzt nachgezogen. Da haben wir auch schon wieder was dazu bekommen, neu, ne? Mhm. Aber der große Bauch ist ein bisschen nach unten verrutscht. Ne? Von 25 bis 36 Jahren, ne? Genau. Definitiv, ne? Und dementsprechend... ich glaube einfach, dass da der ein oder andere, genau wie ich auch, ne, jetzt wo man beispielsweise ein Kind hat und so und auch ein vernünftiges Alltagsauto haben will, um irgendwie ganz bequem und wirklich ohne Stress zur Arbeit zu kommen, ja, dass man sich da auch nach ganz normalen Alltagsautos da umschaut. Ich glaube, das ist ja eine ganz coole Sache. Und dementsprechend. Und vielleicht auch nicht alle zwei Tage Öl nachkippen mussten oder so. Ja, richtig, genau. Ölverlust. Ne, dementsprechend.
Nee, aber ich glaube, das wird eine ganz coole Sache. Vermutlich auch den einen oder anderen die Augen öffnen. So, ne? Also wir sind auf jeden Fall überzeugt davon, dass das was wird, ne? Definitiv. Es wird halt noch interessant, was ihr dazu sagt, ne, im Endeffekt. Ja. Mhm. Und die zweite Podcast-Folge, die zweite Ölverlust-Folge wird auf jeden Fall vor dem Video Drive and Talk kommen. Also das erste Video Drive and Talk haben wir jetzt mal so geplant. Nagel uns nicht fest, es kann viel passieren, aber geplant ist auf jeden Fall der April. Mhm. Weil ab April darf ich wieder BMW fahren, weil ich habe auch nur Saisonkennzeichen auf meinem Fahrzeug drauf. Und ab da gucken wir mal, wie es läuft mit Drive and Talk. Genau. Ja. Ich glaube, so viel kann man schon mal zu voll wegnehmen, ja. Ja. Ich denke, die Zuschauer, die werden sich da auch langsam reinfinden, weil nicht jeder wird halt direkt checken oder auch vermutlich auch nicht direkt die Benachrichtigung bekommen. Aber was sich auf jeden Fall lohnen wird, ist, denke ich mal, wenn ihr auf Instagram uns folgt, wenn ihr da wirklich schaut, was wir da machen und da immer da auf dem aktuellsten Stand seid. Da werden wir jetzt auch ein bisschen aktiver sein, ne? Ich denke auch, gerade zum Start der Drive and Talk Folge wird es auf jeden Fall bestimmt nochmal einen Instagram-Post oder zumindest mal eine Story geben so davon. Genau. Ich denke, man verpasst es schon nicht. Genau. Also auch beispielsweise, wenn wir da Fragerunden machen, ne, für Instagram, dann können wir da halt Fragen stellen und oder ihr könnt uns Fragen stellen und dann können wir das hier im Podcast beantworten. Und vielleicht können wir den einen oder anderen von euch auch mal in den Podcast mit reinnehmen und mal einen coolen Gast-Talk machen. Ich denke, das sind halt sehr, sehr coole Sachen, so die wir jetzt hier, die wir jetzt hier umsetzen können, ne? Genau. Und dementsprechend bin ich da sehr, sehr zuversichtlich. Zumal muss ich auch noch sagen, es gibt auch noch eine andere Art und Weise, wie wir auch noch weiter das Ganze ein bisschen intensivieren können, auch mit euch gemeinsam. Und zwar ist das nämlich unser Discord-Server. Da haben wir jetzt auch den Link unten reingepackt. Das heißt, ihr könnt, falls nicht schon geschehen, da einmal beitreten und könnt da auch nochmal an Diskussionen teilnehmen. Und da gibt es auch die neuesten Informationen zu Videos und geplanten Projekten oder vielleicht, ne, seid ihr mal unterwegs in einer Region und ihr postet das bei Instagram oder bei Discord, ne, dass ihr dann. Wir haben auf Discord auf jeden Fall ganz, ganz viele Channel, da könnt ihr euch frei austoben. Das absolut, grenzt absolut. Schon fast genau. An einer kleinen Forumseite quasi. Ja. Kann man schon sagen. Also, ja, wisst ihr, was ich richtig hart feiern würde, wenn wir auch auf Discord quasi sowas hätten, wo jeder einfach mal sein Fahrzeug vorstellt, ne? Das wäre einfach so richtig, richtig cool, glaube ich, einfach. Ein Bild, kurze Beschreibung, das wäre, glaube ich, ganz auch nicht? Cool. Das wäre, glaube ich, richtig warum geil. Warum auch nicht, ja. Weil das könnten wir dann schon machen, ja. Das könnten wir nämlich hier im Podcast dann auch nochmal ansprechen. Ich meine, wir können ja eine Bildschirmübertragung machen und können hierzu auch kleine Reactions dazu geben, ne? Wenn wir da was besonders cool fanden oder so. Genau. Ja, also wir haben verschiedenste definitiv. Möglichkeiten. Genau. Ja. Ja. Alles klar. Ich denke, wir haben eigentlich alles schon mal angesprochen für die erste Folge. Ich glaube, euer Kopf raucht jetzt hoffentlich nicht. Nee. Wir waren ja jetzt wirklich, das hat jetzt echt ewig gedauert, dass diese Folge mal jetzt so zustande gekommen ist, wie sie zustande gekommen ist. Ihr könnt es euch gar nicht ausdenken. Ja. Wie kompliziert so etwas ist, wie einen Podcast aufzunehmen, könnt ihr euch nicht vorstellen. Macht selber ein bisschen, was wir meinen. Ja. Ist nicht ohne. Und, ist nicht ohne die Arbeit dahinter, das stimmt schon, ja. Ja, definitiv, ne? Und ich würd mal sagen, schreibt mal fleißig was in die Kommentare. Ja, genau. Was für Themen wünscht ihr euch? Ja, welche Fragen habt ihr vielleicht? Genau. Was für Videos wünscht ihr euch? Oder was wünscht ihr euch zu Drive and Talk? Dann können wir das vielleicht hier auch nochmal im nächsten Podcast besprechen. Können wir sprechen, definitiv. Und vor allem, gibt uns Rückmeldungen zu dem Podcast, ne? Das wäre auch schreibt euch, schreibt mal rein, gefällt euch dieses Videoformat, ja? Oder beziehungsweise, es ist eigentlich ein Podcast, ne? Also wirklich rein klassisch gesehen Podcast heißt wirklich, also wir reden ja eigentlich sowieso von der Stange runter, aber ja, richtig. Gib mal eine Rückmeldung, ne? Ich denke, das muss ja nicht nur in den Kommentaren sein. Ich glaube, ihr könnt uns auch auf Instagram anschreiben, wenn ihr irgendwie was zum Thema habt. Podcast, ne? Also ihr müsst ja den Podcast zwangsweise nicht auf YouTube schauen. Ja? Genau. Könnt ihr den Podcast ja auch
auch anhören. Ne, beim, genau. Genau, deswegen. Alles klar. Jo. Ja, cool. Ja, war sehr geil, Jungs. Coole erste Folge. Zum vierten, fünften Mal. Zum vierten Mal. Ja, ja, aber jetzt ist es im Kasten. Jetzt ist es wirklich jetzt Wahnsinn. Also ich bin erleichtert, das, dass wir das jetzt endlich ich bin auch überzeugt, dass das hat jetzt super funktioniert. Ja, absolut, absolut. Ja. 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 Und da wollte ich jetzt noch mal ganz kurz zum letzten Thema kommen. Ich hatte ja gerade noch mal angesprochen am Anfang, Poster. Stimmt, Darf ich jetzt mal eine Frage, und zwar an die Leute da draußen. So. Eher iPhone oder Android? Nein, Spaß. Jetzt beginnt der Krieg in den Kommentaren. Jetzt kannst du es nicht mehr aufhalten. So, warte. Ich war sogar noch krasser. Pixel. iPhone. Pixel. Nein. Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Sorry. Und zwar Thema Poster. Wir hatten jetzt schon lange, also der Shop ist ja offline, ne? Der besteht noch, der ist offline. Jetzt halt nur die Frage, habt ihr Bock auf Poster, auf neue Poster, aber jetzt nicht mehr so immer von der Seite oder so, sondern vielleicht nochmal was ganz ausgeflipptes oder so, wie das letzte Poster war. Und das wäre mal gut zu wissen, weil eventuell könnten wir hier halt, eine coole Zusammenstellung machen, oder wir könnten uns dreimal mal was überlegen, was wir so machen könnten, ne, als Thema. Vielleicht ein beidseitiges Poster oder was ich zum Beispiel seit langem im Kopf habe, wäre so Ikonen der 90er, so, ne, so ein Audi, BMW, Mercedes, ne, auf einem Poster so. Das wäre schon, glaube ich, ganz cool. Ja. Und, ne, oder was sagt ihr? Doch, definitiv. Ja. Ich denke, man kann da seine Palette auf jeden Fall erweitern dazu. Ja, ja. Weil also ich persönlich habe die Poster alle gefeiert. Sogar noch als Zuschauer habe ich mir diese Poster gekauft. Und ich habe sie sehr gemocht. Ja. Und du kannst dich ja vielleicht noch dran erinnern an dieser Kette, wo ich da gemacht habe. Ich habe das ja wirklich so gemacht wie im Shop, so. Ja, genau. Mit so einer Leinenwäsche, mit so einer Leine quasi mit Haken aufgehangen und so weiter. Ja. War cool. Ja. Jetzt in der Wohnung nicht mehr. Nee. Aber ja, ich persönlich feiere die Poster total. Ja. Mhm. Ja, weil es müsste ja nicht nur als Poster, ich hab nämlich die ganze Zeit das im Sinn, das vielleicht so als Leinwand mal zu bringen. Nur da seid ihr jetzt gefragt, Leute, habt ihr Bock auf sowas? So vielleicht auch mal als Leinwand, auch größer, weil das ist hier, glaube ich, 80 mal 60 oder so, ich habe keine Ahnung, irgendwas so um den Dreh. Also ist schon wirklich groß, muss man sagen. Habt ihr Bock auf sowas? Schreib's da muss die Rückmeldung von der Community kommen, definitiv. Ja. Vielleicht mal was Hochwertigeres, was man nicht immer einrahmen muss, was direkt ein bisschen auch ins Auge sticht. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Gerade bei diesem Thema hier German Legends. So, ja. Ne, Audi, Benz, BMW und sowas. Oder so DTM-Fahrzeuge so. Wäre, glaube ich, schon eine ganz coole Sache. Aber gut, müsst ihr dann entscheiden, Leute. War jetzt halt nur so eine Idee, wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst es uns gerne wissen. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Ja, genau. Alright. Ja, Jungs, Lars, gut. Übergeben wir dir das letzte Wort? Was sagst du? Nee. War eine coole Folge, macht's gut. Oh nee, bitte nicht wie im letzten Podcast, nee. Sonst müssen wir nochmal neu aufnehmen. Wir bedanken uns recht herzlich fürs freundliche Zusehen, Leute. Wie gesagt, schreibt gerne Feedback, Fragen, Anregungen, Kritik, Lob, was weiß ich nicht, was alles. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, wir freuen uns drauf. Ansonsten sagen wir bis zur nächsten Podcast-Folge hier bei Ölverlust. Und ja, macht's gut, euer Abmo-Team. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.